ich denn mal hier? Gehe ich mal hier. Ist das dein Mann, der? Darf der mal zu mir auf die Couch kommen? Guck mal, deine Frau hat gesagt, du darfst. Freust du dich? Willst du auch jemanden mitbringen? Willst du den? Ist das deiner? Doch, der darf mit. Guck mal, der darf mit. Deine Freundin hat genickt. Komm mal, kommt ihr zwei doch mal. Ihr könntet Freunde werden. Komm. Ich baue euch den. Kommt mal hier hin. Ihr könnt euch hier hinsetzen. Zu zweit, das geht. Da kann man zu zweit. Man muss nur gleichzeitig aufstehen. Ja? Da, pass auf. Ich weiß gar nicht. Kriegen die was zu trinken? Die Männer? Ich guck mal. Sollen die nichts trinken? Doch, ich guck mal, ob da hinten was steht. Ich gehe mal gucken. Ich glaube, ihr kriegt ihr was zu trinken. Ich weiß aber nicht, ob was da ist. Hier ist immer einfach kein. Ihr kriegt nichts zu trinken. So. Es muss auch gespart werden. Ja, beim Fernsehen gibt es auch nicht mehr so viel. Aber ihr könnt da sitzen. Es ist ein bisschen wie ein Fernsehabend jetzt für euch auch, ne? Guck mal, hier haben wir riesen Bock, ja? Wer von euch beiden? Lasst ihr das bitte? Wer von euch beiden? Wie heißt ihr überhaupt? Roland und Markus. Wer von euch beiden möchte denn jetzt mal meinen Hühnerhut anziehen? Roland? Guck mal, der Roland freiwillig. Ja, aber... Ich habe aber auch für Markus ein Hütchen. Ja, guck mal, da der Roland. Guck mal, die Frau, die... Guck mal, wie schön, ja? Und hier, du bist ein Kätzchen jetzt, Markus. Guck mal da. Ah. Guck mal, wink mal da an die Kamera, da sitzt ganz Deutschland. Ne? Nein, ihr habt danach, weißt du, was ihr alles... Ich stelle mich jetzt, wir machen es so. Ich ziehe mir auch einen Hut an, damit es nicht so bescheuert für euch ist. Ich hab auch ein Tier, ich habe nur ein Ohr verloren. Aber das ist ja egal. Ne? Ich werde, pass auf. Ich stelle mich jetzt hier auf meinen Gesangsteppich, ich komme ein bisschen näher zu euch, und dann werde ich sehr lasziv aussehen. Das kann man ja jetzt schon erkennen, ne? Das ist wie so eine Art Musikvideo. Und dann singe ich ein ganz männerfeindliches Lied. Und ihr zwei habt ja die ganzen Groll des Abends schon in euch, ne? Weil eure Frauen euch mitgeschleppt haben und ihr jetzt auch noch hier sitzt, als Tiere verkleidet. Und wisst wie, ihr dürft für alle Männer hier im Saal, ihr dürft was auf mich draufwerfen, wenn es euch zu männerfeindlich ist. Nee, pass auf! Moment, das wird ja, das artet aus. Ihr kriegt eine Windmaschine, ja? Dann könnt ihr da Sachen reinwerfen. Ach, guck mal, ich zerre alles mit. Ich stelle die zwischen euch hier so hin. Die weht in meine Richtung. Pass auf, ich mache das hier so an. Dann kann er... Achso, ihr braucht Wurfmaterial. Das geht ja sonst nicht. Ich bringe mal... Ihr könnt die Sache... Mein Gott. Was für ein Sturm da. Ihr könnt hier... Hier ist euer Wurfmaterial. Und immer wenn ihr denkt, das ist aber jetzt männerfeindlich, Frau Böß. Ich habe... Freundchen, noch habe ich nichts gemacht. Also, habt ihr alles, ihr seid klar, oder? Schmeiß mal einen Riemen auf die Orgel, die rasten aus. Es gibt da so ein Märchen, wo der Frosch zum Prinzen wird. Meistens ist es umgekehrt, das ist mir oft passiert. Ich hatte mal einen Freund, der war sehr zärtlich, lieb und schlau. Doch dann hat er mir gestanden, er war früher meine Frau. Ein anderer hat gesagt, ich brauch rund um die Uhr Verkehr. Seitdem fährt er Tag und Nacht mit seinem Porsche hin und her. Beim nächsten Mal wird alles anders. Beim nächsten Mal wird alles gut. Der nächste Mal. Ich komm mal näher, die sind sehr schwach. Ich sing grad gar nicht. Die sind jetzt schon aggressiv, die zwei. Pass auf, über dich. Ich liebte meinen Kerl mit dünnem Bauch und dickem Haar. Doch bald schon war es andersrum, echt traurig, aber wahr. Ein
andere hat geschworen, dass er heiß und spritzig wär. Doch dann stellte sich heraus, er war bloß bei der Feuerwehr. Dann flehte mich ein Lover an, sei meine Domina. Als ich ihn dann verprügelt hab, hat er geheult, das war ja klar. Mann, wird alles anders. Beim nächsten Mann wird alles gut. Der nächste Mann macht alles besser. Habt ihr gleich die ganze Eimer oder was? Was her? Ich zeig euch mal, ich helf euch. Das ist männlich, das weiß jeder ganz genau. Damit die Welt nicht untergeht, sind wir zum Flimmern auf die Frau. Beim nächsten Mann wird alles anders. Beim nächsten Mann wird alles... Ich räum schon mal auf, Moment. Was? Ich finde...